Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Suikoden Let's Plays. Ich bin Rektalin und ihr schaut Fibler Games for You. So, dann starten wir mal wieder schön ins Spiel, wenn er geladen hat. Im Grunde genommen, als kleines Recap der letzten Folge, wir wurden verraten von Pan und müssen jetzt aus Craigminster verschwinden, haben jetzt aber noch gar keine wirkliche Idee, wie wir abhauen können. Das ist halt das große Problem an der ganzen Sache. Das wird sich aber, denke ich, jetzt finden in der Folge. Gucken einfach mal hier, ob hier jemand ist, der vertrauenswürdig aussieht. Der sieht doch ganz gut aus. Victor, ich hab so Hunger gehabt. Ich konnte mir nicht helfen. Was soll ich nur tun? Der sieht doch ganz nett aus. Geh weg. Ich bin erschöpft. Nachdem ich die ganze Nacht auf Wacht war. Was hat er hier zu erzählen? Ich kann es nicht glauben, dass der Sohn von General Theo ein Mitglied der Rebellen ist. Hä? Warum das denn? Ich bin doch kein Rebell. Sind wir Rebellen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, genau. Wir sollten nicht rumrennen. Nee. Hier, lass mich mal wieder frei. Dann gehen wir wieder hoch. Gucken, was wir hier oder wen wir hier vor allen Dingen noch sehen können. Irgendwie keinen. Das ist natürlich jetzt blöd. Dann gehen wir nochmal zu unseren Kollegen hier. Was haben die zu sagen? Hallo? Ich denke, unsere einzige Alternative ist das nach Norden. Das ist wieder genau das letzte Mal, wie das letzte Mal. Okay, Blödsinn. Hat sich noch nichts irgendwie jetzt weiterentwickelt, sozusagen vom Skript her. Wir haben das Entscheidende noch nicht unternommen. Bisschen schade gerade. Wir versuchen mal Folgendes. Wir versuchen todesmutig rauszurennen. Jetzt kommt natürlich irgendjemand rein. Boah, aua. Pass auf, wo du hingehst. Du kleiner, kleine Ratte. Ich bin zur Pflicht gerufen worden. An einem freien Tag. Um nach jemandem zu suchen. Okay. Jetzt kann ich einen Moment Pause machen. Und du kommst mir in den Weg. Also wir könnten jetzt entweder sagen, halt die Klappe, du Depp. Oder wir sollten lieber vorsichtig sein und keinen Verdacht schöpfen. Also ich würde sagen, wir verhalten uns mal ruhig und halten den Ball flach. Halt! Du kleine Ratte. Was glaubst du, wer du bist? Einfach so in mich hinein zu stoßen, ohne zu entschuldigen. Was für eine Art von Erziehung hast du denn genossen? Hey, warte mal eine Minute. Du siehst mir doch bekannt aus. Oh, jetzt geht's los. Ja, junger Meister, geht's euch gut? Hey, du. Was glaubst du, wer du bist? Wer bist du denn? Und was hat das mit diesem jungen Meister auf sich? Du. Zeig mir sein Gesicht. Du siehst doch aus wie dieser Flüchtige. Das Kind von McDowell. Was hast du gesagt? Noch mehr Aufregung und wir sind in großen Problemen. Junger Meister, renn weg, während wir diese aufhalten. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Los geht's. Oh, da ist er, der Victor. Das reicht. Junger Kerl, du auch. Du imperiales Großmaul. Benutzt doch euren Kopf. Würden sich Flüchtige vor dem Gesetz hier immer noch aufhalten? Die könnten nicht so dumm sein. Ja, hat er wohl recht. Ich denke, ihr habt recht. Wir wollten nur sicher gehen. Jetzt hört auf. Ihr erschreckt die. Überlasst es mir, die rauszuwerfen. Hey, warte mal eine Minute. Okay, was ist da jetzt los? Mach dir keine Sorgen. Es gibt keinen Grund, warum wir so loyal zum Königreich sein sollten. Hä, was?
Hey, es ist dieser Kerl! What the fuck? Was geht hier ab? Danke sehr. Kein Problem. Ich habe mich nur gefragt, wie ich am besten hier diese ganze Sache bezahlen kann, was ich gefuttert habe, und du meinst, du hast das nur gemacht, um die Tasche zu prellen? Ey, Leute, lass das mal sein, ne? Wie auch immer, danke dafür, dass ihr mir ausgeholfen habt. Ja, und jetzt lässt er uns wieder im Regen stehen, oder was? Wo rennt der denn da jetzt hin, bitte? Ey, hier, Kollege, kannst du nicht einfach so wegrennen? Was ist los? Ihr seht aus, als hättet ihr Sorgen. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Du bist doch dieser Rebelle, das Kind von McDowell, oder? Wir sind keine Rebellen. Das könnte mich nicht weniger interessieren. Aber überhaupt, wie plant ihr überhaupt hier rauszukommen? Ich habe eine Idee. Wenn ihr mir zuhören würdet, ich kenne mich mit solchen Sachen aus. Interessiert? Ja, würde man sagen, klar. Ich meine, wir haben ja sonst keine andere Chance, ne? Ja, genau. Soll er uns raushelfen? Hat uns ja schon mal geholfen. Überlass das nur mir. Aber ich habe eine Bedingung. Jetzt geht's los. Es ist keine große Bedingung. Wenn ihr es schafft zu entkommen, solltet ihr jemanden treffen. Es ist nur eine kleine Frage, oder? Eine kleine Bedingung. Also ist das ein Deal. Jetzt lass uns beeilen. Erstmal müssen wir zu den Palasttoren. Keine Sorge. Ich werde euch nicht übergeben. Okay, jetzt gehört Victor auf jeden Fall zu uns. Palasttore, die waren doch hier drüben, oder? Du! Uschi. Das sind doch hier die Palasttore, oder nicht? Nein, nein, nein. Ich will an ihm vorbeilaufen. Das geht nicht. Okay, vielleicht dann außerhalb, meint er hier. Unten die Tore. Okay, Tatsache, er hat unten die Tore gemeint. Also gut. Ich werde mich mit denen unterhalten. Ihr entspannt euch und wartet hier. Okay, jetzt unterhält er sich offensichtlich. Alles ist klar. Schaut nur, dass ihr eure Gesichter versteckt. Oh, es ist sehr heiß hier. Ich denke, ich werde ein bisschen in den Schatten gehen. Also lässt er uns quasi durch. Boah, wir haben es geschafft. Ich habe gedacht, mein Herz wird stehen bleiben. Wie hast du das gemacht? Keine große Sache. Ich habe ihm nur ein kleines Geschenk gegeben. Imperiale Soldaten tun so, als wären sie die taffen Leute, aber Geld ist ihre Schwäche. So sind die Dinge heutzutage in der Hauptstadt. Korruption ist überall. Alles fällt auseinander, wie es scheint. Das ist zu schlecht. Ja, erzähl, wie hast du ihn bezahlt? Du hast uns doch gerade erst gesagt, du hast kein Geld. Wieso sollte ich denn mein eigenes Geld benutzen, um euch zu helfen? Wie meinst du das? Hey, meine Geldbörse! Wann hast du... Ihr hasst es, ich würde vorschlagen, dass du in Zukunft besser drauf aufpasst. Und jetzt zu unserem kleinen Versprechen. Ihr habt es doch nicht vergessen, oder? Das ist immerhin Meister Rektalin. Okay. Also, Meister Rektalin. Ich möchte, dass ihr Lenankamp trefft. Einverstanden? Ja, würde ja wohl sagen, Versprechen ist Versprechen.
Okay, dann lasst uns dorthin gehen. Nenankamp ist im Süden von hier. Und das ist ja ein komischer Name für einen Namen. Namen für einen Namen. Ja, alles klar. Nee, für einen Kerl meine ich natürlich ein komischer Name. Oh. Er kämpft mit, hat quasi Pan ersetzt, wenn ich das richtig sehe. Das gibt's doch wohl nicht. Dass Pan uns verraten hat, das nehme ich ihn immer noch übel. Ganz ehrlich, 60 Bits bekommen immerhin. Ich meine, er hat uns ja ganz einfach ausgeliefert. Und im Grunde genommen hat er damit ja noch schlimmere Sachen gemacht als überhaupt. Ach so, das ist ein Stadtname. Hier sind wir in Lenankam, Prektalin. Es ist nicht, ist kein toller Ort, aber die machen einen guten Tee. Hahaha. Na dann. Es ist an der Zeit. Wir sollten zur Arbeit schreiten. Lasst mich ein paar Vorkehrungen treffen. Ich bin vielleicht spät dran. Also schaut euch ein wenig um. Das könnte wohl länger dauern. Wer ist der überhaupt, dieser Viktor? Der, also den Viktor uns treffen lassen will. Du weißt, ich kann diesem Kerl nicht richtig vertrauen. Ich habe keine Ahnung. Also was sollten wir jetzt tun? Ich würde gerne eine Dusche nehmen. Klar, bei der ganzen Anstrengung. Außerdem haben wir ja auch kilometerweite Strecke hinter uns gelassen. Dass Katzen immer über die Tastatur laufen wollen, das verstehe ich nicht. Zumindest meine hier. Und die denken auch, sie sind im Recht. Besser geht's wohl nicht. So, wo haben wir hier denn ein Inn, bitte sehr? Hier muss es doch irgendwo... Was ist denn das? Eine Schmiede? Auch interessant. Ein Inn. Wo ist denn das Inn? Hallo, Inn? Da ist es doch. Hier ist es. Das gute alte Schild. Lecker Essen haben sie hier auf jeden Fall. So. Willkommen zu dem Kiyaki Inn. Eine Übernachtung kostet 70 Bits pro Person. Und es gibt Frühstück. Ja, würde ich sagen, Stain tun wir jetzt erstmal nicht. Wir speichern an der Stelle. Und beenden dann die Folge auch, weil es gerade ganz gut passt. Das große Treffen sehen wir in der nächsten Folge. Bis dorthin bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.